Schnibbel die Stab und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit Minim Nefkara und 1860 München auf Legende. Heute dann wieder geht's dann ran gegen Chelsea, wieder dieses Mal Rückspiel, bei uns auch im Regen, wie bei denen schon zu Hause, juhu. Kutschis ist heute dabei. Nandes ist heute fit. Ich habe nicht gedacht, dass, Nandes kann auf jeden Fall spielen. Vielleicht hätte ich Nandes halt brauchen sollen. Politano kann. Und Simon kann halt auch, der hat halt gar nicht gespielt. So. Und Garcia kann. Da habe ich top gewechselt hier. Aboleda, da geht Havertz für rein. Und Papp. Boah, da geht Balua rein. So passt das. Und sonst sie gönnen unsere Champions League 11. Im Regen. Wir brauchen ja nicht sonderlich viel guten Fußball zu spielen, ja eigentlich schon. Boah, schlecht. Die Ballannahme von Gabriel hat so lange gedauert, ich fasse es nicht. Aber es ist Gabriel egal, da viel Platz hat. Der ist ein Distanzschütze. Ist er! Das kann er wirklich aus der Distanz treffen. Ah, Nefka läuft gar nicht los. Kann halt wirklich schießen, ne? Schönes Tor. Ah, der hat nicht so viel Bums. Guter Spielzug. Schlechter Spielzug. Kann halt aus der Distanz auch schießen, ne? Schießt den eigenen Mann an. Guter Versuch. Gabriel drin, danke. Gut abgefälscht. Drin, schön. Abseits. Kein guter Schuss. Gabriel, wunderschön. Der kann halt echt geil schießen, ne? Ist schon cool, wie der das macht. Ja, der kann halt wirklich schießen. Es ist halt wirklich keine Aufgabe. Lol, das war ein Handspiel. Elfmeter eigentlich. Na gut. Gabriel! Ja, wenn ich viel Platz habe zum Tor, wie jetzt, dann ist das eigentlich häufig mal eine Chance für mich.
Krieg Punktabzug dafür. Gabriel kann halt auch nicht dein Ernst. Hol dir den doch. 22.000 ist halt nur gute Arbeit in D. Wir springen rein in die Partie. 1860 München empfängt Chelsea. Den FC Chelsea. 2-2 das Hinspielergebnis. Haben auch gestern nur ein 1-1 gegen Schalke gespielt. Im Bubulo schönes Tor. Dann das Ruder ein bisschen aus der Hand gegeben. Dann offensiv umgestellt. Das hat leider nichts bewirkt. Bayern hatten, glaube ich, 1-0 verloren und dann 2-1 gespielt und Wolfsburg ist raus mit einem 4-3 auf jeden Fall. Ja, die haben 1-0 und 2-1. Die Frage ist jetzt, wo haben die 1-0 und 2-1? Wenn die zu Hause 2-1 gespielt haben, sind sie trotzdem raus. Mann, 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 der trifft und trifft und trifft, hat auch gegen uns getroffen. Ein richtiges Sackgesicht, ja. Nein, der ist echt torgefährlich, muss man ganz klar sagen. Aubameyang in der Realität wie in FIFA richtig torgefährlich. Wir sind der Titelverteidiger, es ist das Viertelfinale Rückspiel. Marcos, Vinicius, Aubameyang, William, Romero, Azpilicueta, eigentlich dieselbe FBV bis auf Marco Marin. In der Allianz Arena. Favorisiert ist Chelsea eigentlich in beiden Partien, weil die einfach den besseren Kader haben. Chelsea muss Tore schießen. Wir sind nicht verpflichtet dazu. Guter Einsatz. Ich habe da keinen Sechser mehr. Bilal, Gott sei Dank. Der Avest, wirklich guter Zweikampf. Aber keine Chance gegen Azpilicueta, der deutlich bessere Spieler. Nein! Was mache ich da? Gab jetzt Riesengelegenheit auf das frühe 1-0. Das wäre wichtig gewesen. Hätte den Schwung rausgenommen. Ein Tor reicht eigentlich bei Chelsea, wenn sie gewinnen. FIFA. This Logic. Danke. This Logic. Zum zweiten. Wo Sané auch wieder gar nichts macht. Wow. Sané schlechtest auf dem Platz in den ersten Minuten. Wobei der Pass war auch unbekommbar. Ja, klare Sache. Konter im eigenen Stadion. Drin! Gabriel! Ist er wieder! Der Mann mit dem goldenen Fuß. Begovic kommt aber auch weit raus. Meine Güte, da kann ich den Ball halt einfach an ihm vorbeischieben. Und genau das tue ich. 1860, Chelsea 1-0. Drittes Champions League Tor. Gabriel ein bisschen wach geworden in der Champions League jetzt. Hat aber auch gerade schnell und stark reagiert. Ivanovic. Der Ball ins Aus.
Wir versuchen jetzt einfach mal unseren Stempel weiter runter zu spielen. Vielleicht klappt das ja sogar. Schöne Ballannahme, nicht! Ah, das ist verkackt. War schnelles Passspiel nicht mehr drin. Ter Awe ist wieder. Wird halt locker abgehängt von Hazard. Das macht er trotzdem gut, weil Hazard schlecht das macht. Ist eigentlich locker vorbei. Ich krieg keinen, außer Basur. Interessant. Kampagne hat den aber. Den kriege ich, glaube ich, sogar noch. Na, fast. Basur, Azpilicueta. Nichts so Besonderes hier. Die Sechser. Der Sechser hat mit Sané getauscht. Basur kriegt halt den Ball. Ter Aves. Ach, scheiße. Ich habe auf Sané geguckt, wie er den Arm nach vorne bewegt hat. Dann habe ich nur noch auf mich geguckt und versucht, den Ball so hinzupassen. Tja, ärgerlich. Passiert. Manchmal hast du den Blick einfach nicht. Dann denkst du dir so, ja, der läuft da jetzt hin. Und dann tut er es halt eben nicht. Bilal. Einfach weggedrückt. Ja, Aubameyang, der wird halt nicht von dem Verteidiger gestört, sondern von dem dahinter kommenden Sonny. Ruben Neves auf Ter Aves mit ein bisschen mehr Schmackes. Das ist aber unserer, ja, ja. Der sich da reinschmeißt. Gut gepasst. Jetzt muss ich halt gerade gucken. Wo ist hier eine Lücke offen? Eine kleine. Oh, der Pass, der war nicht gut. Der war viel zu stark gespielt. Dann Ruben, der macht das dann leider schwach. Der hat den Ball. Das ist gefährlich gewesen. Nur für die eigene Mannschaft. Schön. Gerade mal gucken. Campagna kann Sané anpassen ohne Probleme. Der kann auf Ruben passen und Ruben kann es halt wieder verkacken. Macht dann aber seinen Fuß dazwischen. Und das wiederum macht er dann gut. Ja, ich werde hier echt hart unter Druck gesetzt. Und Ruben geht das Spiel so hauptsächlich gerade ein bisschen vorbei. Das ist ein guter Ball. Scheiße, dass Sokrates mich locker wegdrückt. Schmeiß ihn nur einfach zu Boden. Ohne Spaß. Was für ein schlechter Pass. Bilal, drin! Ändert nichts an der Tatsache, dass Chelsea auch nur zwei Tore braucht. Eigentlich. Jetzt bauen sie es halt wirklich. 1860 macht's hier, holt hier das 2:0 raus durch Bilal. Der Schuss war jetzt nicht perfekt, aber Ibrahimovic reagiert einfach viel zu spät. Eigentlich habe ich gehört, dass ich die Chance schon ruiniert hatte. Hatte ich nicht. Bilal mit seinem ersten Champions-League-Tor, glaube ich. Ja, diese Saison sind wir ein bisschen torungefährlicher an der Champions League. Sieht ganz gut für uns aus. Nefka macht ein gutes Spiel. Ich gucke gerade mal ein bisschen durch. Cardoso, Riedwald. Riedwald spielt gut. Habe ich auch schon gemerkt. Aber ich habe gedacht, Cardoso war auch ganz okay. Wobei, den merkt man nicht heute in der Partie. Aber wenn er nicht auffällt, kriegt er auch keine schlechte Wertung. Weil nur wenn er auffällt, kann er eine schlechte Wertung bekommen. Eine Minute Nachspielzeit. Das 2:0 tut uns gut. Ihr merkt, ich werde lockerer. Der Druck ist ein bisschen weg jetzt. Das 2:0 tut uns gut. Ich habe den Druck ein bisschen von den Schultern genommen bekommen durch das 2:0. Der Kameramann so. Hey, hallo, Edin, Edin.
Ja, 2-0, schönes Ergebnis. Gabriel wieder dabei. Und Bilal heute. Sevilla, Juventus, 0-0. Juve muss richtig Gas geben, sonst wird das nichts. Wir spielen ganz gut. Ich bin echt am Überlegen, ob ich schon was wechsle, aber wahrscheinlich eher noch nicht. Richtung 60. Die Bewertung in Sané ist gut. Bilal ist okay. Neves spielt wenig... Die haben beide kaum Pässe. Und glaube ich auch kaum Ballbesitz. Normalerweise sind die beiden ja die Passstaffettenmonster bei uns. Ist nicht selten so, dass einer von beiden locker an die 20 Pässe spielt in einer Partie. Heute... Drück mich einfach weg. Kein Thema. Elva. What? Also für mich war das eine klare Geschichte. Aber gut. Ist jetzt erstmal nicht spielentscheidend. Mal mit einem 3-0. Wobei, wenn die drei Tore schießen, ist eh Ende. Dann reicht uns es unentschieden. Eh ein schlechtes Ergebnis. Marcus Vinicius. Müssen was defensiver spielen jetzt. Müssen finden, dass die hier so locker durchkommen. Ter Avis macht das hier heute noch stark. Bin beeindruckt. Aber auch ein Ter Avis kann positiv überraschen. Der Ball von Sané war nicht gut. Dafür musste der gute Mann von uns alles riskieren, der gute Ruben. Ter Avis gegen... Ja, gut gehalten. Gut gedrückt, den Ball. Chelsea wechselt das erste Mal. Cuadrado. Cuadrado kommt rein. Gefährlich. Wo kommt denn Campagna nicht raus? Nein, Riesenfehler. Er ist halt kein guter Keeper. Ich hau halt die ganze Zeit die Taste gedrückt. Der Ball segelt über ihn. Nicht sonderlich hoch. Und dann macht das wirklich schlecht. Das ist ein Torwartfehler gewesen. Wow, Begovic. Klasse Parade, der wäre fast drin gewesen. Wir müssen halt wieder Gas geben. Boah, da zuckt er noch mit dem Fuß raus. Hat der aber ein Schwein. Ja, wobei, kann ich den Ball wirklich dahin legen? Das geht wirklich. Wie geil. Friedwald, bester Spieler. So, 1860. Wieder im Vorwärtsgang. Ich lege den Ball rüber auf Bilal und der halt easy peasy vorbei. Ecke. Nefkara geht schon zur Ecke. Ruben Neves! Ruben Neves! Nee, schade. Aber die Eckenvariante ist ja auch eine geile. Ihr haltet L1 gedrückt und drückt einfach nach links. Ich gucke mich gerade ein bisschen um auf dem Radar. Nicht sonderlich viele Anspielmöglichkeiten gerade. Bilal da hat ein bisschen mehr Platz. Ter Avis hat ein bisschen mehr Platz. Gabriel! Und dann ist Sané einfach faul und macht einfach gar nichts. So, jetzt werden wir wechseln. Sané ist ein guter Mann. Fkara ist noch ein bisschen mehr kaputt als Sané. Garcia rein. Wie sieht's hinten aus? Nandes. Nichts gegen Basur. Nichts gegen Basur. Weil ich will hier nichts riskieren. Ja, wir bleiben ausgeglichen. Wir dürfen halt nicht zulassen, dass Chelsea das hier noch macht. Wir dürfen kein Tor schießen. Bei einem Tor sind wir weg. Beziehungsweise bei zwei Toren sind wir weg. Bei einem Tor ist aber auch schon mega gefährlich. Bleib doch da unten! Mein Gott! Nein, der wird nichts. Campagna ist kein guter Keeper. Also stellungsspielmäßig.
Klares Foul. Ist hier wird richtig umgetreten. Sokrates mit Gelb. 2-1 ist wirklich ein spannendes Ergebnis. Zu spannend. Terawis, miese Ballannahme, wirklich. Hernandez kann echt schießen. Kann man dem nicht absprechen. Geh hinterher! Lauf, 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 lauf! Danke. Penn kommt hier nicht mehr in Frage. Boah, Sané, nicht gut. Er wird zu sehr unter Druck gesetzt hier. Ich muss nochmal wechseln. Frage ist halt, was wechsle ich? Ruben Neves? Nee, ich wechsle Sané aus. Politano kommt rein. Der kann kämpfen. Jetzt werden wir defensiver. Wäre halt nicht gerecht, wenn Chelsea das hier irgendwie wuppen würde. Nandes. Schlecht von Bilal, wirklich. Bertrand Traoré. Das ist ein guter Ball. Und Bilal ist schnell mit Ball. Aber leider verkackt das dann auch. Boah, der Ball schlecht. Boah, war der Ball schlecht. Aber das sieht gut aus für uns hier. Abseits. Lol, warum? Warum musste er denn aus dem Abseits kommen? Ja, wir gewinnen. 2-1. Halbfinale. Dank der guten ersten Halbzeit. Wir können hinten 0 nicht mehr halten, das ist ein Problem. Kriegen momentan einfach zu viele Gegentore. Morgen gegen Frankfurt wird das wahrscheinlich eh nicht wieder sein. Aber egal, Halbfinale der Champions League erreicht. Gabriel! Man sagt ja immer, ein 2-0 ist ein trügerisches Ergebnis und hier passiert es halt. Muss Kampagne halt haben. Der ist ein Fünferer. Normalerweise faustet ein Torwart den dann weg oder so, wenn man das macht. Also Agowski faustet ihn dann halt immer weg. Hier wäre fast die direkte Antwort gekommen von Gabriel. Richtig glücklich der Reflex hier. Der wäre nämlich drin gewesen. Nandes versucht es halt. Aus der Distanz. Na,
Und das war's dann. Und dann passiert halt nichts mehr. Und wir können halt das Unentschieden vergolden. Garcia war schwach in den Minuten, wo er drin war. Ja gut, passiert. Ter Aviv ist heute super stark, unerwartet. Kampagna war schlecht. Ach, wollte gucken, wer auf der Bank so. Basio und Sané, war nicht sonderlich gut. Basio nach seiner Rausnahme, dann das überholten dann halt. Und Juve ist raus. Zwei Spanier weiter, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und zwei Deutsche. So weit, so gut. Mal 6 Millionen. Ja, wirklich. Die USA möchte gerne möchte uns gerne als Trainer sehen. Ich sag aber direkt mal nö. Oh, der hat aber eine große Stärke. Gute Zweikämpfe. Mal beobachten. Na, Ferry. Jan Sommer. Ist halt nur schnell, der Linksverteidiger da. Und da brauchen wir auch eigentlich nichts mehr. Ja, das war schon echt ärgerlich hier. Hätten wir dann doch das ein und andere mal drehen können. Ach so, Quatsch, glaube ich, für ein Mist. So. Wir haben es geschafft. Gegen Barca müssen wir und Bayern gegen Sevilla. Das heißt, wie ich gerade gesagt habe, Bayern und wir sind weiter. Wir gegen Barcelona. Oh Gott. Ja, aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit Miedem Nefkara auf Legende und 1860 München. Und wir sehen uns morgen dann wieder gegen die Eintracht aus Frankfurt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.